Schwester Männer, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat Juni 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Und wie immer an dieser Stelle als allererstes ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal so fleißig unterstützen mit Abos und Likes. Und vielen Dank auch für die schönen Kommentare, die ihr mir jetzt hier hinterlasst unter den Videos und auch den schönen Botschaften, die ihr mir per E-Mail schreibt. Und ein ganz besonders herzliches Dankeschön natürlich auch an alle, die hier den Kanal mit Spenden unterstützen. Und wenn du hier als zum allerersten Mal mit dabei bist bei Kings and Queens Tarot, möchte ich noch ein paar Worte für dich finden. Und zwar ist es also, wie schon erwähnt, eine allgemeine und auch intuitive Legung. Und das kann durchaus eben auch bedeuten, dass hier nicht alle Botschaften für alle Menschen gültig sind. Und wenn du dich hier nicht so richtig wiederfindest, dann bist du sehr herzlich eingeladen, dir eins der anderen Videos anzuschauen zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und dann findest du dort eben ja die Botschaften, die für dich mehr von Bedeutung sind oder auch ergänzende Botschaften. Und wer ganz konkrete Fragen hat, darf natürlich auch sehr gerne unten mal in der Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr den Link zu meiner Website und darüber könnt ihr mich dann natürlich auch sehr gerne direkt kontaktieren. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, ja, die Bereiche, die hier angezeigt sind, sind meistens berufliche Themen, Beziehungsthemen, aber es können durchaus auch spirituelle Botschaften aus der geistigen Welt hier übermittelt werden. Das ein oder andere müsst ihr vielleicht so ein bisschen übersetzen auf eure eigene persönliche Situation. Und noch zuletzt, Königin und Könige und auch die Herrscherin und der Herrscher sind geschlechterunabhängig in diesen Legungen, können also sowohl Männer als auch Frauen anzeigen, können andere Personen anzeigen, aber auch durchaus eure eigene Energie widerspiegeln. Und zwar geben die Königinnen mehr die Innenschau wieder, wie ich mich innerlich mit einem Thema auseinandersetze, und die Könige verweisen mehr auf die äußere Handlungsebene, also wie ich im Außen mit einem Thema umgehe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, die Karten liegen auf dem Tisch und ich hoffe auch, dass der Ton diesmal besser ist. Ich habe ein neues Mikrofon und da könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne mal Feedback geben. Genug jetzt aber der Vorrede. Wir legen los mit der ersten Karte, wie immer, die ich ja auch so ein bisschen als Themenkarte lese. Sprich, das ist so die Grundschwingung, die Grundenergie des kommenden Monats. Und ja, 8 der Münzen hier ist eine Jungfraukarte und oft auch eine Zeitkarte. Ja, sprich, es kann durchaus sein, dass ihr hier mit was beschäftigt seid oder dass hier auch irgendwo was in den Umbruch kommt, mit dem ihr schon länger beschäftigt seid, mit dem ihr schon länger irgendwo am ja, euch innerlich beschäftigt oder ja, ein Thema, mit dem, wo man so ein bisschen um den heißen Brei manchmal auch drumrum wandert und nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, es ist allerdings auch die Karte der Meisterschaft, die darauf hinweist, wenn man nicht aufgibt, kann man hier gewisse Dinge und gewisse Erfolge auch erzielen. Das kann hier in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen gehen, wenn ich so über die Legung drüber hinweg schaue. Da ist jetzt kein Bereich, der so ganz eindeutig sich präsentiert. Also hier kann es um das Thema berufliche Veränderungen gehen, dass ihr auf bestimmte berufliche Ziele schon lange hinarbeitet. Andere Projekte können das genauso sein. Hier kann ein Beziehungsthema auch dahinter stehen, das wahrscheinlich schon länger in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit benötigt. Ja, ich lege einfach mal Klärungskarten dazu. Die verraten ja oft noch ein bisschen was Genaueres. Ja. Ja, also Königin der Kelche haben wir hier und die 5 der Stäbe, die Karte der Konkurrenz. Ja, also entweder habt ihr hier mit einem Wasserzeichen zu tun, Fisch, Krebs, Skorpion.
Auch generell Beziehungsthemen können hier eine Rolle spielen. Herzmenschen, also das können freundschaftliche Beziehungen sein, familiäre Beziehungen und auch natürlich romantische Beziehungen. Und irgendwas ist hier aber im Hintergrund, was euch hier schon länger beschäftigt, mit dieser Person, mit dieser Situation. Ja. Die Königin der Kelche gibt auch immer so ein bisschen den Blick aufs eigene Herz wieder. Sprich, wenn man hier in einer Situation ist, bei der viel Unsicherheit herrscht, ja, die sich irgendwie vielleicht auch in einer Wiederholungsschlaufe befindet oder die sich wirklich zäh irgendwo wie hinzieht, wo man nicht so richtig weiß, was, ja, wo man dazu selber steht, wo sich das hinbewegen soll. Ist ja auf jeden Fall gut, ja, aufs eigene Herz zu schauen. Ja, im Beziehungsthema könnte die 5 der Stäbe ja anzeigen, dass hier möglicherweise für einige auch andere Personen eine Rolle spielen. Wir haben hier auch diese 3 der Kelche noch im Hintergrund. Auch das ist eine Karte, die oft anzeigt in dem Themenfeld, dass hier mehrere Personen in einer Beziehung einfach eine Rolle spielen, von eurer Seite aus oder von der Partnerseite aus. Möchte ich nicht ausschließen. Und wie gesagt, das könnte durchaus sein, dass das was ist, was wiederholt eine Rolle spielt, wiederholt auftaucht in eurer Beziehung, ja, dass da immer wieder irgendwie. Ja, andere Menschen auftauchen, andere Menschen sich sozusagen einmischen, wie auch immer. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ja, in anderen Themenbereichen, ja, andere Themenbereiche als jetzt Beziehungsbereiche, da ist die 5 der Stäbe eine durchaus sehr kreative Karte. Sprich, wenn ihr hier euch mit was beschäftigt, schon länger und das Gefühl habt, das ist nicht so ganz das Richtige. Auch hier schaut auf euer Herz und da kann es durchaus sein, dass hier neue Optionen aufkommen, dass ihr neue Impulse habt, neue Inspirationen habt, sich neue Visionen auch auftun und die vielleicht auch ja so ein bisschen gleichwertig erstmal nebeneinander stehen und es noch nicht ganz klar ist, was ist jetzt genau das Richtige, was ist genau das Passende. Ja, das könnte auch im Wohnbereich sein, ja, wenn ihr den Plan habt, umzuziehen oder was auch immer. Also hier ist was Langfristiges und auf jeden Fall im Hintergrund. Entweder was, was euch schon langfristig beschäftigt, in der Vergangenheit. Durchaus auch manchmal Dinge, die sich hier langfristig entwickeln können in der Zukunft, ja. Also wenn ihr was Neues anfangen wollt, lohnt es auch hier den Blick ins Herz, ja, und sich hier wirklich mal reinzufühlen, reinzudenken und dann aber auch diese Hingabe und den Fleiß sozusagen an den Tag zu legen, um gewisse Projekte eben zum Erfolg zu führen. Okay, so viel mal zur ersten Position, die gefolgt ist von der Königin der Stäbe. Und bitte auch vor allem für diejenigen, die hier, im Englischen heißt das Crosswatcher, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen benennt, also Menschen, die kein Wassermann sind, aber für die eigene Beziehung zum Beispiel schauen und selber Feuerzeichen sind. Bitte mir keinen auf die Nuss geben, ja, weil die Hofkarten insgesamt, ja, die können zwar Sternzeichen auch anzeigen, aber die haben darüber hinaus auch noch andere Bedeutungen. Deswegen, die Königin der Stäbe steht für Liebhaber, Liebhaberinnen, sprich Menschen, die, mit denen man nicht zwingend eine Beziehung hat, ja, also keine feste Beziehung jedenfalls. Das kann hier durchaus also der Fall sein, bei euch, dass ihr mit jemandem zu tun habt außerhalb eurer festen Beziehung oder euer Partner, eure Partnerin noch mit jemandem zu tun hat. Oder ihr mit jemandem zu tun habt, vielleicht mit dem ihr ganz gerne eine Beziehung vielleicht eingehen würdet, diese Person aber nicht möchte und umgekehrt genauso. Ja, also. Ich hoffe, ich habe jetzt mal alles abgedeckt. In anderen Bereichen, die hier unabhängig sind von Beziehungsthemen. Ja, Königin der Stäbe steht in dem Sinne dann aber auch für Kraft, für Stärke, für Kreativität.
für Mut auch durchaus, gewisse Projekte vielleicht umzusetzen, die sehr innovativ sind, die vielleicht nicht so dem üblichen Schema irgendwo folgen. Ja, also wenn hier solche Ideen und Impulse in euch aufkommen, dann könnte die Königin der Stäbe durchaus sagen, dass ihr sozusagen über euren eigenen Schatten springt und sagt, okay, ich gebe mir hier eine Chance für Veränderungen, die ja durchaus anstehen. Gehe ich dann aber gleich noch mal genauer drauf ein. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Bube der Schwerter und der Turm. Also, das Beziehungsthema scheint hier doch so ein bisschen für viele im Vordergrund zu stehen, ja, weil hier haben wir den Spion, Bube der Schwerter, wenn hier eine andere Person eine Rolle spielt in irgendeiner Form und das bisher ja eher eben so ein bisschen heimlich war, eher versteckt war. Also hier kommt irgendeine Information ans Tageslicht und bringt hier den Status quo zum Einsturz. Ja, das wird sich nicht mehr länger verbergen lassen. Also egal, welche Position ihr in der jeweiligen Konstellation habt, ja, hier kommt auf jeden Fall irgendwas zum Vorschein, das also die Dinge hier in die Veränderung bringt. Ja. Ja. In anderen Bereichen, wenn ihr generell Veränderungen in anderen Lebensbereichen beruflicher Art, im Wohnumfeld oder wo auch immer anstrebt, da würde ich das ein bisschen anders lesen. Ja, ich denke, da kommt irgendwie so diese Erkenntnis, ich möchte am Alten nicht verhaftet bleiben. Das ist für mich nicht mehr erfüllend oder das Umfeld passt nicht mehr, wie auch immer. Und dann denke ich, kommen auch hier Informationen, die euch vielleicht letztendlich den Mut verleihen, die Kraft verleihen, hier, wie gesagt, über euren eigenen Schatten zu springen und neue Wege eben auch einzuschlagen. Ja, nächste Karte hatte ich kurz schon erwähnt. Ach, der Stäbe, die Karte der Energie, die hochenergetisch. Ja, also hier kommt einiges in Bewegung. Ja, also hier kommt einiges in Bewegung. Wie gesagt, das ist ja so vielfältig. Generell geht es bei dieser Karte darum, ja, dass ja, entweder jede Menge Kommunikation kommt, jede Menge Information kommt. Das ist eine Karte, die mit Umzügen zu tun haben kann. Und auch hier die zweite Karte schon in der Legung, die mit dem Thema zu tun haben kann. Reisen können hier angezeigt sein. Wenn hier was sich so zäh und anstrengend und langwierig irgendwo gezogen hat, ja, welche Situation auch immer da im Hintergrund steht. Das löst sich auf und hier ist diese Blockadeenergie dann auch durchbrochen, ja, und es kommt alles Mögliche hier in Bewegung und das kann einzelne Lebensbereiche betreffen, das kann auch alle möglichen Lebensbereiche parallel und gleichzeitig betreffen. Ja, es kann hier sich für einige auch sehr befreiend anfühlen, ja, weil wie gesagt, hier, das hier ist auch irgendwo so ein bisschen Sand im Getriebe. Und wenn ja das Getriebe also gereinigt ist vom Sand, ja, dann kommt das Ganze hier ins Laufen. Ja, der Narr und die Todkarte. Ja, also hier ist Tod, ja, ist Transformation, Skorpionkarte. Transformation, Veränderung, vor allem erstmal hier der Abschluss eigentlich von einer vorangegangenen Situation und Neustart. Ja, und ich denke, da, ja, das ist ziemlich eindeutig. Wir haben ja auch noch die Welt hier in der zentralen Position. Also hier geht es in irgendeinem Bereich, mindestens einem Bereich gibt es hier irgendwie einen Neustart. Ich würde schon fast sagen, einen Kickstart. Ja.
Die Karten werden neu gemischt. Die Karten werden hier auf jeden Fall neu gemischt. Ja, und dann haben wir hier die Hohe Priesterin, die ist ja auch oft so ein bisschen verbunden mit dem Bube der Schwerter, ja, weil das die Geheimnishüterin ist, also Dinge, die zuvor nicht sichtbar waren, für euch nicht sichtbar waren oder zum Beispiel auch in Partnerschaften nicht sichtbar waren, die eben sichtbar werden. Das ist hier so eine Bedeutungsebene der Hohepriesterin. Dann aber ist es vor allem die Stimme der Intuition, die Herzstimme. Und die spreche ich ja immer auch ganz gerne an, gerade wenn hier so viel Umbruch ist und so viel Irritation und Verunsicherung dann vielleicht auch noch stattfindet. Dann ist die Herzstimme der Kompass, der die Richtung weisen kann. Und ich kann das nur empfehlen, sich mit dieser Herzstimme zu öffnen und zu widmen und der zuzuhören. Naja. Also generell, wenn hier ja, gewisse Aspekte bisher nicht so ganz klar waren. Wie gesagt, das kann durchaus sein, dass hier eine gewisse Information zu euch kommt, die dann sozusagen auch die Motivation gibt, hier ja, den nächsten Schritt zu wagen. Okay, hier haben wir jetzt den König der Kelche mit dazu. Ist ja übrigens auch eine Fischekarte. Also wir haben hier einiges an Wasserenergie bisher, Fisch und Skorpion und hier haben wir noch eine Entscheidungskarte. Ja. Ja. Okay, König der Kelche. Ja, ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Könige können hier die äußere Handlungsebene anzeigen, sprich in Einheit mit der Herzebene hier zu agieren. Was natürlich voraussetzt, dass man die Herzebene oder die Herzstimme hier auch wahrnimmt. Entscheidungen zu treffen, Herzentscheidungen. Hier haben wir noch die Karte der Herzentscheidung darunter. Ja, es sind Entscheidungen zu treffen und es ist gut, die aus dem Herzen eben heraus zu treffen. Der König der Kelche, auch der könnte hier eine Person noch anzeigen. Oft ist es auch eine Karte, die mit Freundschaft zu tun hat, also jemand, dem ihr euch wirklich austauschen könnt, dem ihr vertraut, der ihr vertraut, ja, und die vielleicht hier diesen Entscheidungsprozess unterstützen kann. Ja. Ja. Ja, drei der Kelche, auch die Karte hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ja, weil das im Themenkomplex Liebe und Beziehung klassischerweise eine Karte ist, die mit Dreiecksbeziehungen zu tun haben kann. Und wenn hier so eine Konkurrenzkarte auftaucht und der Spion und die Hohe Priesterin, da ist oft irgendwie noch, ist keine Eindeutigkeit und keine Zweisamkeit, also da ist mindestens noch eine andere Person involviert in irgendeiner Form. Ansonsten ist es die Erntedankkarte, ist eine Karte, die mit Erfolg zu tun hat, auch ja, mehr allerdings in dem Sinne, dass nach einer sehr zähen, anstrengenden, aufreibenden Zeit sich ja die Energien leichter anfühlen, ja, dass man das Gefühl hat, so okay, ich komme jetzt raus aus dieser Stresssituation. Das ist auch eine Karte, die oft mit Kooperation, Unterstützung, gemeinsamen Projekten zu tun hat, ja, und generell mit dem Thema Lebensfreude auch zu tun hat. Ja, und ich hatte das ja hier auch schon erwähnt. Ich denke, hier ist irgendwas, was sich durchaus blockierend angefühlt hat, das hier jetzt in die Auflösung kommt und das insgesamt ja euch wieder ja, fast aufatmen lässt, wieder Platz zum Atmen lässt. Ja. Ja, drei der Münzen, noch eine Dreierkarte. Die Hohepriesterin und Bube der Kelche. Tja. Ja, ich denke, ihr ist bei ganz vielen, es ist dieses Thema Affären, Dreiecksbeziehungen,
Er spielt in irgendeiner Form eine Rolle. Ja. Alle anderen Themen, auch hier ist Herzerfüllung dann aber auch angezeigt. Aufbauenergie, Weiterentwicklung. Hier kann es durchaus sein, dass neue Menschen auch eine Rolle spielen, unterstützend eine Rolle spielen, dass man sich hier zusammenschließt, um gemeinsame Projekte irgendwie umzusetzen, ja, Kooperationen einzugehen, wie auch immer. Ja. Ja. Ja, die Welt also in der zentralen Position. Das ist ja eine Karte, die sich in diesem Jahr durchaus sehr, sehr gerne zeigt, ja, weil einfach die Energie des ganzen Jahres ist eben hier ja eine Weltenergie, Transformation, aber es ist eben keine abrupte Transformation, sondern es ist ein langfristiger Entwicklungs- und Transformationsprozess. Ja, aber ich denke, Beziehungen stehen hier im Vordergrund und ich denke, auch hier ist schon angezeigt, ja, das geht hier in der Form nicht weiter, so wie es war zuvor. Ja, Sechs der Schwerter zum zweiten Mal, also hier ist Weiterentwicklung. Und Hierophant, okay. Das ist ja eine Karte, die ganz viel auch mit dem Beziehungsthema zu tun hat. Also vor allem feste Beziehungen, langfristige Beziehungen, Ehe und eheähnliche Beziehungen. Also aber auch langfristige Freundschaften und so weiter. Alles, was langfristig hier Bestand hatte. Aber der Hierophant ist auch der spirituelle Lehrer vor allem mal, ja. Sprich, das ist ja, dieses Jahr 2021 ist wirklich ein Lernjahr, ein Entdeckerjahr, ein Forschungsjahr. Und zwar die Reise geht nach innen. Ja, das hat dann zwar auch Auswirkungen natürlich im Außen, aber vor allem ist es eben ein Jahr, das ganz, ganz viel mit innerer Transformation zu tun hat. Ja. Und ja, mir scheint, das ist bei euch eben auch der Fall. Ja. Hier haben wir die Liebenden. Hat natürlich auch mit Partnerschaft zu tun. Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das könnte genau das sein, was hier zuvor vielleicht nicht so der Fall war. Dass ihr zwar in einer Partnerschaft wart, aber irgendwie das Gefühl hattet, dass genau das nicht stattfindet, dass eben keine Partnerschaft auf Augenhöhe stattfindet. Und es könnte natürlich sein, dass hier eine neue Person eine Rolle spielt in eurem Leben, mit der das möglich wird oder möglich ist. Ja. Ganz generell, wie gesagt, ist die Karte, die Liebenden, aber eben auch eine Karte, die mit Herzentscheidungen zu tun hat. Ja. Was ist das Richtige für mich? Ja, also auch mal unabhängig von Beziehungsthemen. Ja, das kann durchaus andere Bereiche auch betreffen. Was ist das Richtige für mich? Ja. Also steht also hier diesem Turm absolut gegenüber. Ja. Beim Turm hat man sich vielleicht eher mal für was entschieden, womit man eine bestimmte Erwartungshaltung irgendwo verbunden hat. Die könnte mit Sicherheit zu tun haben, mit Sicherheitsdenken, ja, mit ja, hauptsächlich mit Sicherheitsdenken. Aber Sicherheitsdenken kommt eben aus dem Verstand und wird wiederum gesteuert von Ängsten. Ja, und hier ist sozusagen ja wirklich dieser Sprung ins kalte Wasser, der Sprung über den eigenen Schatten angezeigt, ja, und aus einer tieferen Ebene hier neue Entscheidungen zu treffen.
Ja. Sieben der Kelche und sieben der Stäbe. Ja, sieben der Kelche ist oft, hat oft mit Gefühlschaos zu tun. Manchmal so ein bisschen das Gefühl, auch überfordert zu sein von einer Situation, unsicher zu sein eben auch. Und manchmal hat es auch damit zu tun, dass man eben sich nicht so wirklich gewahr ist, was ist das Richtige. Und das greift genau nochmal dieses Thema auf, das ich hier gerade angesprochen habe. Ja, habe ich früher hier vielleicht mal eine Entscheidung getroffen aus Sicherheitsdenken heraus, ja, und bin nicht meinem Herz gefolgt, sondern habe mich hier eher vielleicht von Ängsten leiten lassen. Sprich, das Thema kommt jetzt hier nochmal aufs Tablett und ich kann hier also auch eine neue Entscheidung treffen. Und diese sieben der Stäbe ist ja eine Karte, die damit zu tun hat, dass man sich Herausforderungen stellt. Auch sich sozusagen von den eigenen Ängsten nicht mehr zurückhalten lässt, sondern sagt, okay, ich überwinde meine Ängste und ich gehe hier vielleicht neue Wege, neue Richtungen, bei denen ich spüre, dass sie eben meiner Herzenergie entsprechen. Ja. Nochmal auf das Thema Beziehung. Auch diese sieben der Stäbe ist in diesem Themenkomplex Beziehung eine Karte, die anzeigt, ja, da spielt mehr als eine Person eine Rolle. Ja. Und ja, es kann durchaus sein, dass man dass hier zu unterschiedlichen Personen unterschiedliche Gefühle eine Rolle spielen, dass man sich auch nicht so klar ist. Also ja, trotzdem letztendlich folgt eurem Herzen, ja. Folgt eurem Herzen. Sechs der Stäbe. Auch das ist ja eine Karte, die mit Erfolg zu tun hat und auch mit Weiterentwicklung zu tun hat. Ja, also ähnlich schon wie die Erntedankkarte hier, ja, und Siegeszug eben, ja, da ist natürlich auch im Vorfeld irgendwo eine Schlacht zu bestehen, eine Herausforderung zu bestehen, aber letztendlich wird sie hier erfolgreich bewältigt, ja. Auch das ist eine Karte, die oft mit anderen Menschen zu tun hat. Sprich, auch hier sind oft unterstützende Personen im Umfeld oder auch Personen, mit denen man gemeinsam hier Ziele und Projekte verfolgt. Ja. Also auch hier mal unabhängig von dem Beziehungsthema, ja, vielleicht berufliche Projekte oder andere Projekte. Ja. Ja, der Teufel, neun der Schwerter und vier der Schwerter. Ja, und der Teufel ist ja die Spiegelkarte hier. Der Karte die Liebenden, ja, könnte also auch hier noch mal anzeigen, dass hier mal eine Entscheidung gefallen ist, die bestimmt war von Ängsten, von Zweifeln oder auch ja, manchmal auch können das auch äußere Manipulationen sein, ja, die dazu geführt haben, dass ihr hier möglicherweise in eine Situation oder euch auf eine Situation letztendlich eingelassen habt, mit der ihr nicht so besonders glücklich wart, vielleicht auch noch seid, ja. Und hier ist noch die Karte der Meditation und der Vision. Sprich, ich denke, hier ist diese andere Art der Gedanken dahinter, ja, dieser innere Transformationsprozess, den wir hier eben auch schon sehen, ja. Zu sagen, zu erkennen, sich einzugestehen, ich möchte hier so nicht verbleiben. Ja, ich finde hier also den Mut und die Kraft, die Dinge in die Veränderung zu bringen, wirklich meinem Herzen eben auch zu folgen. Ja, also als hättet ihr sozusagen auch ja hier
das innere Biest sozusagen letztendlich überwunden. Ja, und das gibt euch Rückenwind mit dieser Sechs der Schwerter. Ja, weil das ist ja zunächst auch vor allem mal eine Karte, die damit zu tun hat, dass man sich eine andere Art von Gedanken macht. Dass man gewisse Gedankenmuster vielleicht auch durchbricht, ja. Möglicherweise Gedankenmuster, die eine ganze Weile sozusagen einen ja, unter Kontrolle hatten und es gelingt euch, da auszubrechen und dadurch auch Veränderungen natürlich im Außen einzuleiten, was dann auch zu, wie gesagt, Umzügen oder anderen räumlichen Veränderungen führen kann. Ja. Also die Sechs der Stäbe ist Merkur im Wassermann, sprich, also hier sind ganz, ganz viele Gedanken in Richtung Zukunft auf der einen Seite, aber eben auch Richtung, was ist meine Vision und wie komme ich dahin, meine Vision eben umzusetzen, wie komme ich dahin, meine Vision zu leben. Ja, erstmal hier ein Abschluss, absolut, das ist ja. Und die Welt, naja, ich ziehe mal noch die westlichen Karten, naja, ist ja total interessant. Ja, die Weltkönigin der Stäbe und der Magier. Die Welt ist auch eine Karte auf der spirituellen Ebene, die mit innerer Versöhnung zu tun hat, innerem Heilen zu tun hat, ja, innerem Ganzwerden zu tun hat. Also die Entscheidung führt also dazu, dass ich wieder ganz werde. Ja, ja. Sprich, hier wird ein Ende gesetzt auch von diesem inneren Zerrissensein, von diesem inneren Zwiespalt. Für einige, ihr löst euch hier auch aus einer wahrscheinlich ja, ein bisschen toxischen Beziehung. Könnte hier durchaus für einige auch noch eine Rolle spielen, wo viel Manipulation stattgefunden hat. Ja, also Königin der Stäbe, der Magier und der Teufel. Das kann, hier können schon auch manipulative Energien irgendwo eine Rolle, spielen oder gespielt haben. Aber das durchschaut ihr jetzt eben auch. Ja. Ja, und für andere geht es ja wirklich darum, voll in die eigene Kraft zu kommen, in den eigenen Mut zu kommen, in die eigene Lebendigkeit und Kreativität zu kommen und hier wirklich Visionen umzusetzen. Der Magier hat ganz, ganz viel damit zu tun, ja, die auch positive Manifestationskraft für sich eben einzusetzen und hier Ziele zu verfolgen, neue Ziele zu verfolgen oder Ziele, die man vielleicht auch zurückgestellt hat. Weil man das Gefühl hatte, man muss sich hier was anderem unterordnen. Ja. Ja, und das damit schließt die Legung auch ab hier mit dem Magier. Und ich denke, hier findet viel erstmal so auf den emotionalen Ebenen statt, im Gedanklichen statt. Sprich, möglicherweise kommt hier noch gar nicht so viel in Bewegung im Außen, für einige ja, aber nicht zwingend für alle. Aber ich denke, hier geht es im Juli nochmal, das gibt nochmal so einen richtigen Rückenwind, ja, weil einfach Klarheit gefunden wird jetzt im Juni, im Juno, ja, und im Juli folgen dann sozusagen die Handlungen auch und man kann diese neu entdeckte Kraft in sich so voll zur Ausschöpfung bringen. Ja. Königin der Münzen, Sechs der Münzen und die Sonne. Ja, lasst euch Zeit in diesem Prozess, ja, weil der hat eben ganz viel mit Heilung zu tun, mit spiritueller Weiterentwicklung, mit ja, persönlicher Weiterentwicklung, mit Weiterentwicklung durchaus später auch im Außen. Aber ich denke, wie gesagt, hier geht es erstmal ums Innere und diese
Königin der Münzen. Ich denke, dass die zeigt vor allem die Innenschau an für viele, ja. Auch, dass es wichtig ist, geduldig mit sich selbst zu sein, immer wieder in den Kontakt mit sich selbst zu finden, immer wieder Ruhepausen einzulegen. Wenn man spürt, das Außen ist mir zu viel, das ist mir zu laut, macht mal die Tür zu, macht mal das Telefon aus, macht einen Spaziergang, nehmt euch Zeit für euch selbst. Vielleicht am besten sogar in der Natur. Die Natur ist ein ganz hervorragender die Heilmeister, ja, weil hier gilt es, Abschied zu nehmen und einen Abschluss zu finden von einer Situation, die für euch nicht in der Balance war. Ja, das ist zu euren Lasten gegangen. Ihr habt da Energie reingegeben. Und es ist Zeit hier für euch, erstmal die eigenen Batterien wieder aufzuladen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und hier nochmal mit der Sonne, mit dieser Feuerenergie. Die Sonne ist die Karte des inneren Glücks, der inneren Glückseligkeit, der Schaffenskraft, der Lebenskraft, ja. Und ich denke, dieser Heilungsprozess wird genau das hier zum Vorschein bringen, ja. Und aus dieser Sonnenenergie werdet ihr später auch ja, neue Dinge erschaffen und kreieren. Ja. Ja. Ja, ich sag's mal noch. Also, das gilt wahrscheinlich nur noch für einen kleinen Kreis, der hier zuhört. Ich möchte es trotzdem sagen, weil es hier einfach sehr prägnant sich auch zeigt. Wenn es hier um eine Dreiecksbeziehung oder Affären oder irgendwas in diese Richtung geht und ihr nicht zwingend im Moment plant, ja, in die Elternschaft zu kommen, dann wäre ich hier auch ein bisschen vorsichtig. Ich lasse es einfach mal so da stehen, ja, weil ja, das im Moment vielleicht nicht ganz so günstig wäre. Aber ja, ich habe es jetzt mal erwähnt. Okay, ich möchte die Legung hiermit abschließen. Ja, es ist ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt möglicherweise dieser Monat, vor allem auf der emotionalen Ebene. Ja, aber das Herz ist der Kompass, ja, und ich möchte an der Stelle auch bei euch nochmal darauf hinweisen, ich habe ja so eine kleine Serie angefangen mit Märchen und Erzählungen aus der ganzen Welt, aus verschiedenen philosophischen Richtungen auch, ja, die eben hier aus einem ähnlichen Bereich kommen wie auch der Tarot und einfach so zeitlose Weisheiten und Wahrheiten in sich bergen, die vielleicht auch Inspiration geben können, die Kraft geben können, die einem vielleicht auch mal helfen können, einfach abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen. Und wer, ja, wer an sowas Interesse hat, wer da Lust hat, ich verlinke die hier mal irgendwo im Video und auch unten in der Videobeschreibung und könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne anhören. Und ansonsten wünsche ich euch trotzdem natürlich einen wunderschönen Juni und lasst es euch gut gehen. Ich sage Namaste, alles Liebe von dieser Stelle. Tschüss.